Wie alt bist du dafür? Ich bin 43, ja sicher. Darf man mich das fragen? Ich das war gelogen! 43? Ja, ja. 1969. Okay, gut. Guter Jahrgang. Was machst du in Amazon? Ich bin Sozialarbeiterin und bin in dieser Funktion im Mädchenzentrum während der Öffnungszeiten. Ich tue aber Gewaltprävention machen mit Gruppe und ich bin die Leitung vom Mädchenzentrum. Sie sind alkoholfrei und sie schmecken total gut. Und ja, wohl, das ist das Sonnige dran. Das Immortal Talk, dass es einfach ohne Alkohol Cocktails gibt und dass man ohne Alkohol Spaß haben kann und dass man einfach neue Sachen ausprobiert und vielleicht einen neuen Beruf zum kennenlernen, dass man vielleicht das später mal machen will und ja. Also wir haben da ganz viel unterschiedliche Sachen, Maschinen zur Holzbearbeitung, Verarbeitung, wir haben diese Maschine zum Glas bearbeiten. Wir Sandstrahler. Haben Sandstrahler, genau. Sandstrahlerin. Wir haben ein Schweißgerät, wir haben eine Töpferinnenmaschine, wir haben ganz viele Sachen, Farbe, Stoffe, unterschiedliches Kleinmaterial. Was hast du jetzt für einen ganz interessanten Workshop zum Leiten? Wir haben den Workshop Create Your Comic. Das heißt, dass Mantler einfach ihren eigenen Comic machen sollen, dass sie ihre eigene Geschichte überlegen sollen und einfach kurze Bilder und Comic erzählen sollen. Und dazu haben wir aber Bilder ausgedruckt und Comics ausgeliehen. Und ja, eigentlich viel Material für sie hier, da, damit sie sich da inspirieren können und dann ihren eigenen Comic darstellen können. Also, meine Geschichte geht darum, wie ein Mädchen also läuft und dann steht so ein Mann neben ihr. Und dann streckt sie gerade so den Po ins Gesicht von dem Mann. Und dann fühlt sie sich so peinlich, dass sie sich so versteckt, weil sie sich nicht sehen lassen will, weil sie sich so peinlich fühlt. Ja, voll also, ja. Und was ist deine Geschichte? Mina läuft über den Kanaldeckel und stolpert dabei und dann beginnt er zu flehen. Ins Internet gehen, man kann Freunde treffen, man kann freie Cocktails trinken und man kann Spaß haben. Und kommen da öfter in Amazon? Ja, eigentlich fast jede Woche. Okay, ja, du wunderbar. Ja, gut, und wissen wir gerade, was das da für ein Bereich ist in Amazon? Abschneidenbereich. Genau, was können wir da machen? Sich genau. Beispiel. Das ist so irgendwie. Bist du als Berater für Mädels da? Genau, im Rahmen von der Öffnungszeit tun wir natürlich auch Mädchen beraten. So, die Sitzecken. Also ich bin jetzt 10 Jahre im Mädchenzentrum Amazone, war vorher im offenen Betrieb und habe dort schon Beratungen gemacht und habe jetzt die Beratungssäule übernommen, weil ich Sexualpädagogin bin und Sozialarbeiterin. Und wie gesagt, sich das einfach unglaublich entwickelt hat, die Nachfrage nach Beratung. Und das möchte man jetzt einfach intensiver angehen. Und darum haben wir jetzt so extra einen tollen Raum da konzipiert und schön hergerichtet mit der Mädchen, damit sich die Mädchen auch wohlfühlen. Ich bin jetzt im Moment, wie heißt denn der Raum? Das ist eine gute Frage. In der Säge, es gehört vielleicht, also ich bin im Büro oben, wo die Geschäftsführung ist, wo die Verwaltung ist und wo verschiedene Projekte bearbeitet werden. Also ich
würde man es gehört zur Fachstelle dazu. Und was ist denn deine Aufgabe genau in der Amazone? Ich habe die Geschäftsführung inne. Das heißt, ich schaue, dass der Verein in der Art und Weise arbeiten kann, wie die Frauen und die Mädels und alle Menschen, die mit uns gemeinsam schaffen, arbeiten möchten und dass wir uns entsprechend auch entwickeln.